Moin, mein Name ist Udo Tesch, ich bin Platzwart von Soest-Steinfelde und ich habe mir heute einen Praktikanten hergeholt. Hallo, Udo, schön, dass ich hier bin. Ja, das wird auch schlimm genug, aber... Wieso, was machen wir heute? Sag mal, ich bin bereit. Ja, du wirst heute einige... Warte, ich mach erstmal den Udo. Was machen wir heute? Ich bin bereit. Ich zeig dir gleich den Udo. Also, du wirst heute einmal mit dem Trecker mähen. Sehr gut, kann ich. Dann wirst du mit der Sense. Warum Sense? Es gibt ein Rasenmäher. Nein, du musst unter den Bannen, da wächst das Gras ein bisschen höher, dann musst du mit der Sense rum. Okay. Und du musst mit... Dreh dich doch mal bitte zur Kamera ein. Entschuldigung, ich muss dich doch angucken. Nein. Und ich muss sagen, du musst noch mit dem Gebläse musst du die Tribünen sauber machen. Und das war's? Ja, da kommen noch einige Kleinigkeiten mehr zu. Die ganzen Schläuche müssen weggepackt werden. Alle solche Kleinigkeiten. Du hast hier ein bisschen mehr Bart stehen als da. Du bist genau wie Wilk jetzt hier. Nee, ist mir bloß aufgefallen. Ja, das knallt hier gleich, aber kein Beifall. Der beste Praktikant. Hey, Aaron! So, jetzt gibt's erstmal Frühstück. Richtig. Du hast richtig eingekauft. Ja. Und ich habe im Hotel gegessen, weil ich dachte, bei dir gibt's nur Kippchen. Nee, von wegen. Bei uns ist das. Das gehört dazu morgens. Ich bin ja verletzt. Ich habe ja eine leichte Verletzung. Ja. Erstmal in Ruhe. Frühstück. Udo hat ganz viel Stress heute. Der muss ganz schnell, ganz sicher und ganz schnell fertig werden. Und ich dachte, ach, da kannst du ihm ja mal helfen, ja, alles hier fertig machen. Weil du bist ja auch talentiert für sowas. Ja klar, ich habe damals bei Blau-Gelb gegen Süden 09 6 Tore in einem Spiel geschossen. Was hat das denn mit dem Platzwart zu tun, mit Tore schießen? Dass er sich mit dem Fußballplatz auskennt. Ja. Wilfried, wie ist heute die Stimmung? Bei mir ganz gut, aber bei Udo ist schlecht. Der hat wieder 180 Uhr morgen. Warum denn? Ja, weil die wieder den Platz versaut haben. Wer hat denn den Platz versaut? Die erste Herren. Und die Anweisung war, dass sie die großen Tore dann nehmen und zur Seite schieben, dass die 60er ein bisschen geschont werden. Und dann sind die beiden auch noch hier. Und was machen sie? Machen auch noch mit da. Und das finde ich ein bisschen lächerlich. Das ist aber echt gemein dem armen Udo gegenüber. Ja, habe ich vergessen. Nee. Du bist immer der Erste, der sagt zu mir, wie sehen die 16er aus? Am gleichen... Der Bär! Wie war ich denn? Wie doof, vor allem, er das sich mal wieder merkt. Vor allem die Körperhaltung passiert. Komm, Udo, jetzt können wir anfangen. So, jetzt komm hierher. Ja, jetzt ist Zeit vorbei mit so einem Blödsinn. Komm hierher, du wirst, jetzt wird gearbeitet. Oh, hier, was hast du denn? Oh, das war ich jetzt mit den Gummistiefeln. Guck mal, das... Ja, da Udo, guck mal, das verschiebt sich hier. Ja, bin immer... Da fängt schon an, du sollst die Scheiße nicht machen. Die fahren jetzt an der Seite rein. Und dann gehst du mit dem großen Trecker gleich auf den Hauptplatz. Ich bin noch nie Trecker gefahren. Hast du denn irgendwas schon mal gemacht? Ja, 13 Fragen in Folge bei Günther auch richtig beantwortet. Erstmal packen wir jetzt die Schläuche da weg. Ja. Weil die Kinder hier jetzt gleich spielen. Ja. Die werden da hinten aufgehängt. Ja, das heißt, wir nehmen jetzt die Schläuche. Die Schläuche. So, immer ein Verband. Ja. Nimmst du mit? So, und das ist jetzt, du weißt, wie man Schläuche trägt, man hebt sie hoch. Ist der blöd. Einfach mir folgen. So, und dann kannst du die hier drüber hängen. Ja, dann kann auch besser. So. Ja. Bitte wäre mal dafür, dass du Aaron auch mal zeigst, wie du hier dein Schloss hast. Du willst nämlich immer alles vertuschen. Wieso? Weil ich vertusche doch gar nicht. Der ist leer geräumt. Mach mal die hier auf, die Garage. Ja, das ist Wilfrieds Garage. Ja, ist immer Wilfrieds. So, und was ist da jetzt so schlimm dran? Was ist denn? Was ist hier so schlimm dran? Ist das da hinten dieser Markierwagen, den du nie benutzt hast? Ja, den habe ich gestern benutzt, aber der funktioniert nicht so. Was ist denn da am Reifen dran? Wo am Reifen? Nee, da hinten! Wo? Oh, geh doch hin, ich zeig's dir. Nee, ich bin nicht so blöd. Hey, also du bist kein Zielverschlag, ne? Udo, ist das hier so tüffig, dass der hier so liegt? Müsstest du den nicht so ein bisschen reinschieben? Ich mach schon. Was ist das für ein Schild? Ein Wecker, steht doch drauf, kannst du nicht lesen. Oh. Wir nehmen den Trecker jetzt. Ich zeig dir das gleich und gehen auf den Hauptplatz. Du musst ja nicht schon nach ran. Folgst du jetzt mal? Wir nehmen den Trecker hier.
Aaron mal den Stuhl mit der ersten Vorsitzenden, wo wir Lack für gekriegt hat, was wir da gemacht haben. Zeig ihm mal, wie. Nee, bitte, du fängst jetzt schon wieder mit anderen Dingen. Zeig ihm das Projekt soll, doch mal. Ist doch ey, Aaron soll Platzwart machen und nicht in ja, den aber Stuhl. Das ist, gehört doch dazu. Zeig, nein. Zeig ihm das doch mal. Boah, komm her. Aaron, das ist das, was mich immer auf. Ich krieg, mach doch ja, mal. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Das Wichtigste ist gleich, wenn du da drauf gehst, auf dem Hauptplatz, ja, langsam fahren und langsam in den Kurven gehen. Ja, das ist wirklich wichtig. Das warum? Ist ganz wichtig, weil sonst haust du da Spulrillen rein. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das der Hauptplatz ist und da sind morgen drei Spiele und ich möchte da wirklich keine Spurrille drin haben. Ist da ein, du bist ruhig. Ist da eine Spurrille drin? Hat dein Arsch sowas von Geburtstag, das glaubst du nicht. Was ist denn eine Spurrille? Ey, ist... Okay, ist doch gut. Komm. Kapiert er nicht meine Spurrille? So, du gehst erstmal. Lass dich noch mal hier eine Testrunde machen. Nein, hier wird nicht eine Testrunde. Hier sind Kinder. So, du stellst dich da bitte im Drauf mit. Ich zeig dir das jetzt. So. Steuer nicht anfassen. So, das ist Gas. Ja. Merkst du ja, ne? Ja, das ist aber. Mehr nicht machen. Das ist doch der Gang. Nein, der Gang ist hier. Da musst du noch unten ja hin. Und der geht ein bisschen schwer rein, wenn er länger steht. Dann springe ich einmal hoch, weil das irgendwie mit einem Mechanismus. Ja, ja. Okay. So. So, jetzt haben wir soweit für dich. Hier ist Gas. Ich dachte, hier ist Gas. Wenn du losfahren willst. Herr, dann nimmst du den Hebel. Ja. Den tust du jetzt nach unten schieben. Dann fährt das Fahrwerk. Ah, okay. Runter. Und jetzt wieder hoch. Nein! Ja. Unten lass, du willst doch mit. Okay, alles gut, Entschuldigung. So. Kupplung drücken. Fußkupplung. Links. Ihr beiden müsst da weggehen. Wenn er gleich an zu mir, dann fliegt das raus. Fuß drauf, bleibt auf Kupplung. So, Gas bis. Und das ist das schwer? Ziel. Du läufst da direkt vor mir. Wer merkst du eigentlich noch was? Und langsam fahren. Nein. Du sollst dich hier drauf konzentrieren. Langsam. Ganz schnell. Ah! Oh, jetzt habt ihr nichts mehr. Meine Capri-Sonne. Ja, deine Capri-Sonne. Also, jetzt macht er den mit. Udo, jetzt hast du hier eine Capri-Sonne auf dem Platz gemäht. Das ist deine Arbeit. Das ist doch gar nicht anstrengend. Das ist anstrengend mit dir jetzt, momentan. Da brauchst du den Hut. Ich bin rein. Mann, ey, hast du den Rest? Wieso? Du bist die Kurve zu spät gefahren. Holen dir, alles gut. Der Udo meckert zu viel. Meckert der dich auch immer an? Der redet nicht mit dir, Gott sei Dank. Nee, aber sag mal, wie lange müssen wir denn jetzt hier rumfahren? Das dauert anderthalb Stunden. Und das ist ein anstrengender Job hier. Nee, der anstrengende Job kommt gleich noch. Wenn Job oder Job? Oh Mann, was hab ich hier für... Udo, so. Wir haben hier morgen ein wichtiges Pumpspiel. Das muss man langsam fertig werden. Oder soll ich weiterfahren? Nee, du fährst da nicht mit, weil ihr die Hälfte alles vergessen habt. Wieso? Das sieht doch super ja, aus. Ja, ich habe auch ja nachgemäht. Pass auf, folgender Deal. Du mähst das schnell fertig, Aaron und ich gehen Capri-Sonne trinken und dann Linien ziehen. Nee, nicht. Damit das hier mal fertig wird, Udo. Ja, da fängst du mich wieder an. Du willst jetzt einfach nur Linien ziehen. Nein, da müssen die Tornetze rausgehängt werden. Die müssen hochgehängt werden. Da müssen mit Rasenmäher alles gemäht werden. Du kannst doch nicht einfach wild weg. Aber hier, wann willst du denn die Linien machen? Das wird zum Abschluss gemacht. Also was machen wir denn nach dem Walzen? Mit einem kleinen Rasenmäher drum zu hier einmal langfahren, einsammeln. Warum fährst du denn mit dem Großen nicht lang? Nein, weil es zu eng ist. Ah, okay. Bist du nicht mal gegen Pfosten gefahren? Ja. Ah. Nee, ich nicht, aber... Ja, bist du, da nicht raus. Ich muss... So, ich fahre das jetzt eben zu Ende. Ihr geht einen Kaffee trinken oder einen Tee. Du nimmst ja Kakao oder was. Ja. Und ich mache das eben schnell fertig hier. Du walzt es fertig, ja. Ja, okay, ich bin gleich fertig. Okay, dann warte ich so lange. Aber pass auf dich auf, weil nicht, dass dein Fuß weggehäckselt wird. Ich fahre den Kleinen jetzt raus. Ja. Und den ganz Kleinen. Handmäher. Okay. So, das heißt für dich gleich, du fährst ganz eng an den Pfosten. Mit dem Kleinen? Mit dem hier und sammelst den Rest da ein vom Platz. Macht der automatisch, oder? Macht der automatisch. Also ich muss eigentlich nur fahren. Richtig. Dann fahr mal raus. Ich hau dir weg, vor der Fresse.
Du bist hier noch, bist du Praktikant hier. Und du hast auch hier, den hier zuhören. Okay, Chef. So. Entschuldigung. Ja, gut, angenommen. Und noch einmal so eine Scheiße. So. Das war ein Bierkühl. Ja, klar, das, hab ich, das war das Erste, was ich bei euch gesehen habe. So, jetzt, ich verspreche nicht nochmal. Ich schwöre. Arno Droschke, wenn das Ding jetzt zugeht, hast du dein Praktikum in dem Moment beendet. Okay. Kriegst du. Ey, bist du eigentlich fähig? Soll ich Cast dabei drücken oder nicht? Geh mal runter. Nee, sag doch mal. Ach. Der Lehrer in der Schule macht auch, wenn der Schüler nicht dumm ist, die Matheaufgaben alleine. Sag, 37 ist die Antwort. Geht doch. Und jetzt so, gebe ich Gas. Jetzt gibt's zum Pfeffer los. Langsam, da sind Leute. Ja, wohin denn? Zum Hauptplatz. Komm hierher. Stopp! Fahr da hinten, das zeige ich dir. Wohin denn? An den Ding, du sollst hier einsammeln. So! Stopp! Jetzt fährst du hier, auf der Linie hoch. So weit wie du kommst und drehst dann wieder um. Aaron, du musst das jetzt mal kapieren. Wir sind, also wirklich, du musst den Ernst des Lebens erkennen. Und aber ich will noch, mach das doch voll gut. Das machst du jetzt in Ordnung, aber du siehst einige Dinge nicht. Was denn zum Beispiel? Da vorne zum Beispiel hast du nicht richtig in der Ecke gemäht. Du fährst einfach so kreuz und quer. Ich muss. Bevor du jetzt ewig rummeckerst, sag doch, was wir machen sollen. Das hab ich dir doch gesagt. Was soll jetzt denn, mach wieder an. Ja, das musst du doch jetzt können. Kostet mir 4 Jahre meines Lebens mit dem Mann. Hier sind solche Haken drin. Die siehst du jetzt gleich. Siehst du? So. Die müssen jetzt eben rausgezogen werden. Die werden nachher wieder installiert. Wie viele Haken sind denn da drin? Weiß ich nicht so ungefähr. Weißt du nicht so ungefähr? Ja, weiß ich nicht. Da ist jemand, hat mir das Netz wieder kaputt gemacht. Wie gehen denn Netze kaputt? Ja, wenn man sich reinstellt oder mutwillig kaputt schneidet. Kommen das, Leute mit einer Schere? Ja, haben sie letztens hier wieder gemacht. Das ist ja gemein. Ja, und das ist warum das. Warum bin ich jetzt eigentlich hier, wenn du die alle raushebst? Ja, dann zieh doch mal! Jetzt mähe ich hier hoch. Dann wird das sauber gemacht. Dann werden die Netze wieder zurückhängen. Und da, wo ich dann schon gemäht habe, kann ich von hinten mit dem kleinen Mäher auch schon mähen. Ne? Und da laufe ich gleich mit einer Sense und da fahre ich ein bisschen schief halten, dass ich das Netz nicht kaputt mache. Warum machen wir denn nicht einfach das Netz da hoch? Dann musst du dies hier alles losmachen, das da oben alles losmachen. Du kannst doch einfach hier das so raushängen und dann alles so nach oben. Und dann ja, dann mach das! Nee, hol deine Sense und nee, alles. Nee, dann machen wir ohne. Nee, aber das ist ja schön, du hast doch recht. Nein, komm, du machst das. Ich hab da keinen Bock auf Diskussion. Dann bleibt's auch oben. In deinem Alter brauchen wir noch so eine blaue Sache, die hilft, dass es oben bleibt. So. So, das ist der Fahrplan. Ihr könnt mich mal. Folgendes. Die Flasche hat jetzt länger gestanden. Das musst du erst entscheiden. Das machst du auch abends immer, wa? Und jetzt drück ich. Nein! Ist nein! Drin? Ich hab nicht einmal gedrückt. So, jetzt zeige ich dir das einmal. Ja? So. Ja. Du siehst das ja noch, ne? Ja. So, jetzt fährst du einfach hier lang. Oh, die sprüht ja ganz schön breit. Hallo Troschke, ich hab dir was gesagt. Aber was macht der denn da? Muss ich da rüberfahren? Ja. Aber dann ist doch die ganze Schnur bemalt. Genau, und dann zieht er die immer weg und zieht die Linie immer mit über den Boden. Aber ist es denn nicht schlauer, neben der Linie zu sprühen? Nein! Ist es denn nicht schlauer, neben? Ja, eigentlich schon, aber. Soll ich jetzt anfangen? Nein! Ist aber schief, oder? So! Darf ich versuchen, an Schreibschrift meinen Namen nein, zu machen? Nein! Gerade rüber dahin! Wie drücke ich denn? Die ganze Zeit durch? Ja. Oder soll ich so? Ja, jetzt langsam.
Langsam! Ich will jetzt. Du musst aber jetzt in eine Linie das durchziehen. Ich kann doch erstmal die Linie machen. Ja, dann mach das. Ich sag's dir, machst du das nicht vernünftig? Ich hab. Da treffe ich immer mit. Guck mal, hopp. Aaron. Ist doch außerhalb vom Spielfeld. Aaron. So, langsam. Und guck dir, wo das Tor steht. So langsam, ich hab nicht so viel Farbe. Jetzt, Udo. Wir machen jetzt, ja, liebe Leute, wir werden jetzt in ganz kurzem rübergehen. Da war jetzt ein Jugendturnier und da werden wir die Pokale überreichen. Du, dass du mal Glücksfee bist, oder? Du kannst glücklich sein, dass du mit mir mal einen Tag zusammenarbeiten darfst. Jetzt noch mal ohne Stotter. Kann ich nicht. So, 12,05 Euro. Ja? Ist das für die Jugend? Ja? Geht das gerade an die Jugend? Stimmt so. Wer kriegt alles eine Medaille? Alle Kinder. Auch die, die schlecht waren. Es gibt keine schlechten Doch, Kinder. Da waren ein paar Graupen bei. Ja, warte, dürfen wir euch filmen, ja, ne? Oder hat irgendeiner Einwände? Ja. Gut. Können wir vorher noch eine Sache machen? Könnt ihr mal, wenn ich Wilke sag, jubeln? Und wenn ich Udo sag, buhn? Wilke! Ja, Wilke! Und Udo! So, gut gespielt. Du hast den Winkel toll gemacht, sehr gut. Du hast auch gut gespielt. Man macht hier eigentlich über den Kopf rüber. So, Chef, wie sieht's aus? Ja, soweit sind wir durch. Morgen früh noch eben die Fahnen aufstellen und Kasse machen. Kasse und dann Männerspiel gucken. Und dann das ist dein Job und da sagst du mal, oh, so anstrengend, ich schaff das nicht. War doch voll lässig heute. Du hast ja nur die lässigen Sachen gemacht. Was hast du denn noch gemacht? Du hast eine halbe Packung LM vernichtet. So, jetzt einen Moment. Und das nehmen wir jetzt auf. Wo habe ich sie? Weg. Was suchst du denn? Meine Zigaretten. Das will ich jetzt zeigen. So, mach. Ey, das ist auch ein Spielfeld. Arm und Droschke. Bleiben halt über am Schluss. Also, ne? Und die werden dann nochmal durch eine Knochenmühle gemahlen. Deshalb hast du Asche. Ich dachte Feuer und weg. Stimmt nee, nicht? Nee, nicht alles. Und die Knochen, die kommen nur durch eine Knochenmühle und die Asche und die Knochen